Trennungen sind hart, vor allem für Freunde und Bekannte derer, die sich getrennt haben. Immerhin müssen sie sich das lästige Gejammere anhören und die Betroffenen wieder aufbauen. Doch welche Sätze sind in einer solchen Situation tabu? Der Postillon hat recherchiert. Oje, und das in deinem Alter. Geil, dann kann ich jetzt ja deine Ex daten. Vielleicht tröstet es dich ja. Immerhin läuft meine Beziehung gerade echt hervorragend. Ich habe den Sex meines Lebens. Super, und das noch vor eurem Jahrestag. Jetzt schuldet mir Thorsten Fuffi. Kein Stress. Ich leihe dir meine Pornosammlung, okay? Klabim. Klabem, klabim. Remi, Bemi, Schlawupf. Ich habe dir doch schon vor Jahren gesagt, dass das nicht gut geht. Hättest du mal auf mich gehört, ne? Ne? Oder? Moment. Du warst in einer Beziehung? Du? Hey, wow. Einfach nur wow. Das heißt, man muss sich jetzt entscheiden, mit wem von euch beiden man befreundet sein möchte, ne? Naja, mach's gut. Yes, yes, yes. All die Jahre habe ich darauf hingearbeitet. Langweilig. Deine Ex findet bestimmt schnell einen besseren. War absehbar, oder? Ich meine, vielleicht nimmst du das nächste Mal einfach jemanden, der nicht viel besser aussieht als du. Tja, was bleibt dir jetzt noch anderes übrig, als dir das Leben zu nehmen? Also, ich kann es total verstehen. Ich hätte schon vor 10 Jahren mit dir Schluss gemacht. Also jetzt, wo du es ansprichst, ich mache ja auch gerade einiges durch. Also mein Goldfisch ist letzte Woche gestorben, ne? Und ich bin echt total traurig deshalb. Können wir vielleicht erstmal über mich reden und dann über dich? Jetzt kann ich ja gar nicht mehr auflösen, dass das Gerücht, dass du fremdgegangen bist, nur ein Gag war. Schade. Kein Problem. Du betrinkst dich jetzt ordentlich und dann um 3 Uhr nachts rufst du bei ihr an und fragst, ob sie dich zurücknimmt. Okay? Ich habe gehört, dass diese Strategie echt immer gut funktioniert. Mensch. So ein Zufall, dass sie dich ausgerechnet heute verlassen hat. Ich habe ihr nämlich gerade gestern noch meine Liebe gestanden. Witzig. Sei nicht traurig. Das bist du echt nicht wert. Wenn sie auf diese Sätze verzichten, ist eine Trennung für die Betroffenen vermutlich deutlich leichter zu verarbeiten.